Die Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele, ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Warlord, hier ist K1, bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. OMA-Systeme online. Einsatzregeln? Feuer frei. Können raus. Okay. Tür! Tür? Grünes Licht, K1, grünes Licht. Los geht's, Wolf! Ja, ganz schnell. Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Infinite, worauf her mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir müssen springen, wir springen. Los! 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 Raus, 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 raus! Ich auch. Ich, ja. Zusammenbleiben! Ja, ich geb mir Mühe. Oh. Ich muss wieder fliegen. Ich hasse Fliegen. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. So ist gut. Oh. Ich halte. Ich hab Angst. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oberflächentemperatur minus 300. Wir müssen uns sputen. Der Adler ist gelandet! Reaper, Sky sind jetzt unten. Wo sind die? Verstanden. Ach, da. Vertikaler Sprung nördlich ihrer Position. Verstanden. Erfasse zwei Ziele unten. Ab nach unten und ausschalten. Sipes, vorangehen. Puh. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Also, wie jeder weiß, ist das kein klassisches Waffe, bevor sie sie erreichen. Call of Duty. Ich würde sagen, so, es erinnert mich im Moment ein bisschen so an Dead Space. Helm weg. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Boah, ich seh nix. Da, 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 da. Wächter auf dem Dach. Wolf, du nimmst einen, wir die anderen. Okay. Nachladen. Ich kenne das schon ein bisschen, ich habe das Spiel mal angespielt. Vorsicht, Abgrund. Um zu sehen, wie alles geht. Die SDF will Waffen, keine Gefangenen. Ob es läuft, es lief erst zum gar nicht, aber ist ja egal. Es läuft sehr gut. Es wollte auch in 4K laufen. Ich bin auch überzeugt, dass das gehen müsste. Aber ich scheue ein wenig den Aufwand beim Rendern. Verstanden. So. E. Oder M. Scheiße! Vorsicht, da sitzt Gar!
Ja. Ich hatte mich verdrückt. Ich gebe zu. Das hat beim Probieren besser geklappt. Gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Ist hier noch was Interessantes? Wie Ihre Pulsen? Ja, hier kann man das Visier ändern, warum auch immer. Von der Waffe natürlich, nicht von uns. So. Ich will nur mal schauen, ob noch hier... Ich habe Muni gefunden. Aha. So geht das. Ob Sie die Explosion gehört haben? Nehmen wir es an. Dann heißen wir Sie ordentlich willkommen. Willkommen im Europa-Labor. Ach, jetzt haben wir Atmosphäre. Alles klar. Anti-Schwerkraft-Granate. Verstanden. So was brauche ich auch zu Weihnachten. Da lasse ich alle fliegen. Sie sind ausgeschaltet. Ob man da was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Ich brauche Unterstützung. Meine Position. Auf die Ecken achten. Ja. Die haben hier die ganzen Leute erledigt. So wie es ausschaut. Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Okay, okay. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation RIA darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Selbstzerstörung. Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Das ist unser Zeichen. In Advanced Warfare konnte man... Ich will so ein Ding haben. Kontakt! Bleiben Sie im Einsatzgebiet. Feuer eröffnen! Einer will abbauen! Kann man die mit G rausschmeißen? Nee. Ich hätte mir mal die Steuerung angucken sollen. Ah, da. In Bewegung bleiben. Da ist noch einer. Naja. Was habe ich denn da jetzt? Vier. Nee, auf vier. Das ist nur die Anzeige E. Ach so. Tut mir leid. War nicht mit Absicht. Wachsam bleiben, da kommen noch welche. Genau. Macht sie fertig. Hat nicht alle erwischt. Der steht wieder auf. Hab ich dir das erlaubt? Ziele erledigt. Der lebt immer noch. Verstanden, ein Kämpfer. Sind auf dem Weg. Das Terminal ist vor dem Herrn. Ja. Sipes, aufmachen. Ja, wartet, ich komme. Rutschen kann man auch? Alles gesichert. Jackpot. Ich sehe den Safe. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Die Waffe ist hinter den Türen. Du darfst wohl. Ich weiß. Gleich hier. So. Kommt das Ding! Hochfahren, wir werden das Ding brauchen. Hier, Wolf. Kompaktes Modell, selbe Technik. Das war das Ziel von Operation RIA? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Wir haben diese ollen Dinge. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los! Aha, da können wir das umschalten. Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Feuer! Sofort evakuieren! Achtung! Oh, Scheiße! Die Böen! Zeit, los! F-Spar aktivieren! Geh mal weg! Erholen, erholen. Ah, scheiße, alle.
Haha, ich kann hier oben rauf. Du auch? Ich weiß, dass hier... Ah, ich... Mulli ist. Nee, hier. Du nimmst. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt aber. Jetzt bist du dran, Dicke. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ah, ich muss weg. So. Oh, au, 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 au. Jetzt habe ich aber einen abgekriegt hier. Oh. So, das geht hier auch so. Ja, geht auch. Halt. Bin wieder kaputt. Ah, ich kann nachladen. Wenigstens einmal. Und jetzt den anderen. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Geht kaputt. Hier ist noch Munition. Auch alles. Was ist das? Brauche ich nicht. Schatz, wo ist diese Waffe? Geh weg hier, das ist meine. Ja, festhalten! Oh, 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 oh. Und laut! Ich sollte das, man kann das ja hier leise machen. Oh. Ah, so ist besser. Ach, ist das so schön ruhig. Ah. So ein Stress zum Abend. Oh. Wir brauchen Luft. Ich komme. Scheiße. Hey, hey. Hab die Beine mit ihm. Er braucht Luft. Ruhig atmen, Soldat. Mist. Wie viele waren noch bei ihm? Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Du wohl nicht. Den Verstand. Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. Dieser Ort gehört ihnen nicht mehr. Tötet sie. Sparen Sie sich die Kugel. Was ist Ria? Unbekannt. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside, Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Sir, das Ziel erforderte ein komplettes Team, nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes, ich empfehle Ihnen, in diesem Büro diplomatisch und taktvoller zu sein. Ja, Sir. Wer weiß noch davon? Momentan
Das strategische Luftkommando und Sie. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen. Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitive Handlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes, damit das klar ist. Meine Instinkte übrigens genau wie die Ihren sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht, Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel, das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sie haben immer schnell gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Rains, Ethrian wartet auf dem Dach. Danke, Petty Officer. Was ist Ethrian? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Ethrian? Wie viele? Vier. Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held. Ladebildschirm. Oh, wir sind da. Komm schon, wir nehmen die hübsche Route. Du hörst dich anders an. Ach so. Ich habe Füße und ich habe Schatten. Ja. Ich sag ja, ich könnte das sicherlich auch in 4K spielen, das würde auch gut, aber mir ist der Aufwand zu groß. Friede den Gefallenen. Da möchte niemand stehen. Ist noch mehr Namen. Oh. Naja, gut, das kennt man ja auch. In Laboe gibt es ein. Hier ist extra noch eine Stele mit Platz drauf. Hier ist auch noch ein bisschen. Gibt es ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen des U-Boot-Krieges. Und dort gibt es auch so eine Wand. Ist das aus den anderen Teilen von. Aus diesem hier von Call of Duty. Oh. Wie hieß der Wald noch? Der gefrorene Wald? Ich weiß es nicht mehr. Der eisige Wald? Der vereiste Wald! Der vereiste Wald! Willkommen zur Flottenwoche! Was ist denn hier los? Also soweit habe ich das noch nicht gespielt. Das Spiel ist für mich neu. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das hier so in Richtung Star Wars geht. Zum Beispiel, wenn ich mir das hier anschaue. Oder diese Kriegsschiffe. Oder was das sein soll. Die hier vollkommen der Physik trotzend durch die Luft fliegen. Home sweet home. Du warst nur einen Tag hier unten, Salt. Ich bevorzuge die schwarze Weite. Geht mir auch so. Rains hat was von einem E3N erzählt. Schon mal gehört? Negativ. Rainman hat eine Menge Tricks in seinem Vier-Sterne-Ärmel. Er fliegt mit uns zur Feier. Pass auf, dass du ihn nicht so nennst. Würde ich niemals. Da sind Segelboote. Fahrzeuge fahren auch. Guck mal da. Ich geh weiter. Sie wartet da schon auf mich. E3N. Oh, wer ist das? Was ist das? Wir müssen durch. Hier entlang, Lieutenants. Lass mich mal durch. Der Dienst hat seine Vorzüge. Unser Flugzeug wartet. Ja, ich bin was Besonderes. Hm?
Menge liebt diesen Scheiß. Ist alles PR, Reyes. Das ist Propaganda, Salt. Wir haben 4 Männer verloren und schmeißen eine Party. Wir können nichts tun. Schieben wir es nicht weiter vor uns her. Du gibst mir Befehle? Wir haben den gleichen Rang. Schade. Ja, ich habe hier mal ein kritisches Auge rauf. Ja, und da sollen wir jetzt einsteigen. Oh, ich habe da oben ein Kreuz. Da steigen wir ein. Ich komme gleich. Ich sag nur mal tschüss, wir machen gleich weiter. Der alte Mann muss mal aufs Töpfchen. Der ist etwas inkontinent. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wem der Anfang gefallen hat oder wer mehr sehen möchte, der muss einfach morgen weiterschauen. Ansonsten ein Like würde mich freuen. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ja. Call of Duty in der Zukunft. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.